So, ich liege 5 Meter entfernt hier vorne. Boah, ich bin zu warm im Auto. Wie im Sommerurlaub. Ich bin so ein Idiot. Regnet's? Boah, jetzt regnet's auch noch. Naja gut, es ist halt auch noch März, ne? Moin zusammen erstmal. Wir haben heute einiges vor. Einiges. 10 Minuten fotografieren stehen auf dem Programm. Klingt erstmal nicht viel, aber es bedarf tatsächlich einer Menge Vorbereitung. Denn wir wollen heute Rebhühner fotografieren. Okay. So, jetzt machen wir was ich sonst nie mache. Und zwar machen wir uns Gedanken. Wir planen das Ganze jetzt mal ein bisschen, was so heute Abend hier ansteht. Okay, warte mal, wir machen das hier so richtig so. Rebhühner, Wiese, Giraffe, eine Lampe. Ah, und ich. Warum hier ein Hammer rumliegt. Schoki. Wir haben Hühner, die jeden Abend zur gleichen Stelle kommen. Immer erst, wenn es dunkel ist. Ich aber genau sagen kann, wo. Direkt davor ist so ein kleiner Hügel mit Gras bewachsen. Der ist nicht höher als die Hühner, sondern das ist jetzt hier nicht maßstabsgetreu. Ist ja nur ein Zaunkönig. Der ist aber eigentlich da drüber. Also nicht der Zaunkönig, die Rebhühner. So, ich liege 5 Meter entfernt hier vorne und fotografiere jetzt über diesen Hügel durch das Gras auf die Hühner. Die kommen aber erst, wenn es dunkel ist. Also sehe ich die nicht. Also habe ich eine Lampe und Blitz in einem dabei, der wird da so hingelegt, dass er genau an die Stelle leuchtet, wo die Hühner sind. Boah, das wäre auch mal ein Bild. So soll das hinterher aussehen, dass hier der so von der einen Seite so angeleuchtet ist und die andere Seite und ringsrum ist alles dunkel. Jetzt leuchtet das Ding immer so, dass ich sehen kann, wenn die Hühner da sind. Ich weiß schon, dass denen das egal ist mit dem Licht, das habe ich schon ausprobiert. So, dann gibt es noch eine zweite Sache. Oben ist eine Kamera mit einem Weitwinkel, die direkt nach hier vorne kommt und dieses kleine Stück Schoki ist ein Bewegungsmelder. Die werden dann miteinander verbunden und dann muss ich da gar nichts mehr machen. Die Kamera löst dann immer von alleine aus, wenn hier Bewegung ist. Eigentlich ja ganz einfach. Jetzt muss ich erstmal überlegen, dass hinter nichts vergessen wird, so wie fast manchmal. Also die sind da, das ist auch da. Ich muss mich mitnehmen und meine Kamera und eine Plane und die Funkverbindung hierzu. Das muss ich mitnehmen und das. Und das. Zu schreiben. Stift. Aha. Stift geht nicht. Gut, jetzt wissen wir ja, was wir brauchen. Gut, fertig. So, jetzt noch schnell umziehen. Und los. Boah, ich bin zu warm im Auto. Oh, Mann, es wird Zeit, dass Frühling kommt. Mütze ist auch viel zu warm, alles viel zu warm. Und wir sind da. Somit das Beste an dieser Stelle ist, dass man ungefähr direkt nebenan parken kann. Fußwege von etwa 5 Metern sind zu erwarten. Dann bauen wir den ganzen Kladderadatsch erstmal auf. Hier werden schon kalte Finger. Aber es regnet nicht. Ja. Ja. Die Kamera hat einen schönen Platz gefunden. Dann nehmen wir da jetzt noch den Bewegungsmelder. So irgendwie. Kurz noch einen Fokustest. Ne, anmachen tun wir sie erst gleich. Fertig. So, Lichterschinken jetzt hier. Und jetzt kommt der große Blitz zum Einsatz, der jetzt ja irgendwie so genau im rechten Winkel draufhauen soll. Hier ist der Hügel. Da liege ich. Und dann fotografiere ich hier so drauf. Das heißt, das ist dann ungefähr so, ungefähr Pi mal Daumen 90 Grad. Okay, machen wir mal hier Tag. Ich möchte aber jetzt nicht, dass der ganze Boden hier angeleuchtet wird, also so. Das wird hinterher total stören, deswegen lege ich jetzt unten noch so ein Filzkissen davor, damit wirklich nur die Hühner, die hier oben stehen, man sieht das an meiner Hand, Licht abkriegen und hier unten dann nichts mehr. Ja, bringt ungefähr nichts, bringt was gegen Regen. Doch wieder kalt. So, dann machen wir es uns mal gemütlich. Bodensack, Schal. Plane 1, Plane 2 und die Isomatte. Dann bauen wir das Camp mal auf. Wie im Sommerurlaub. Nur mit weniger Sommer und weniger Urlaub. Dafür nass. Kommt fast Stimmung auf hier. Und ab geht's in Tarnmodus. Ah. Quasi unsichtbar. Eigentlich ist es ganz kuschelig hier. So sieht das unter dem Plan hervorguckt aus. Da liegt der Blitz und da kommen gleich die Hühner hin. Und hier sieht man diesen Hügel, der dann unscharf im Vordergrund ist. Ich muss einfach ein paar Minuten hier den Babbel halten. Es ist schon fast dunkel, aber die Hühner sind jetzt gerade gekommen. Und jetzt kann ich anfangen zu fotografieren. So sieht das bei mir auf dem Bildschirm gerade aus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh, jetzt sind die Hühner weggeflogen. Hier ist gerade ein Fahrrad vorbeigefahren, haben sie sich vorher erschrocken. Das war es natürlich. Jetzt muss ich sehen, dass ich meine
Brocken hier nicht irgendwie liegen lasse. Ah, meine Rücken, man wird ja auch nicht jünger, ne? Ein zweiter spannender Teil ist ja dann immer noch die zweite Kamera hier vorne. So, dann gucken wir mal. Hä? Oh nein. Ich bin so ein Idiot. Ich habe vergessen, den Bewegungsmelder anzumachen. Nee, anmachen tun sie erst gleich. So ist er an. So ist er aus. Ich habe mir sogar Gedanken gemacht heute. Deswegen immer mit zwei Kameras fotografieren. Dann kann man eine mal vergessen anzumachen und die zweite macht trotzdem Bilder. Oh, jetzt fängt es richtig an zu siffen. Scheißegal. Und tschüss. Klassiker. Nur wieder zu warm. Ich meine, die Hühner sind ja immerhin gekommen. Der Plan scheint immer so ein bisschen aufgegangen zu sein. Wenn auch nur zur Hälfte. Jetzt kachel ich nach Hause. Dann gucke ich noch schnell ein paar Bilderchen. Was ist ja eigentlich mit dem Licht im Auto? Das kann ich von hier da hinten anmachen. So, wollen wir mal. Noch ein bisschen Licht. So, und zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar ernste Worte verlieren, und zwar über das Rebhuhn und über das, was ich hier heute gemacht habe. Und zwar gehört das Rebhuhn zu den ganz, ganz großen Verlierern, die wir hier so haben in der Vogelwelt. Man spricht seit 1980 von ungefähr 93% Rückgang von Rebhühnern in Europa, was wirklich unglaublich dramatisch ist. Dementsprechend ist es mir jetzt auch wichtig, noch mal ein paar Worte dazu zu sagen, denn ich bin ja nicht einfach gestern auf die Idee gekommen, auch ich würde gerne mal Rebhühner fotografieren, bin losgefahren, habe ein bisschen Licht irgendwo in die Landschaft gelegt und es hat funktioniert. Sondern ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren an diesem Projekt dran, arbeite da zusammen mit ortsansässigen Jägern und Naturschützern und eben zusammen im Einklang mit diesen Tieren an diesem Projekt, um darauf aufmerksam zu machen, wie schlecht es dem Rebhuhn geht. Die Stelle, wo ich sie heute fotografiert habe, ist die, wo normalerweise ein Futtereimer steht. Sie kennen das also über längere Zeit schon, dass da immer Futterreste liegen. Diese Futtereimer gibt es aber an jeder Ecke da in dem Revier. 50 Meter weiter steht schon der nächste und die Tiere kommen trotzdem jeden Abend wieder zu der gleichen Stelle, obwohl ich sie dort fotografiere. Wenn es sie wirklich stören würde, dann würden sie einfach sagen, nee, an dem Eimer hat es mir nicht gefallen, wir ziehen einen Eimer weiter oder wir fressen sowieso einfach in irgendeinem Brachstreifen oder irgendwo anders. Okay, das dazu. Also wenn ihr irgendwo mal Rebhühner in der Landschaft seht, dann freut euch darüber. Die sind wirklich sehr, sehr selten geworden. Und wenn ihr dann Fotos von den Rebhühnern machen wollt, dann macht das ja gerne. Es sind super tolle Tiere. Aber bitte, bitte seid immer ganz, ganz vorsichtig mit diesen Tieren. Sie haben sowieso schon nicht einfach. Und ja, für mich gilt sowieso immer, dass die Tiere, die man fotografiert und die Natur einen höheren Stellenwert haben sollten als die Fotos, die man dann hinterher versucht rauszubekommen. Geht doch mal auf unsere Internetseite www.zeitweise.art/fotos. Da findet ihr eine Galerie, die wir jetzt jede Woche aktualisieren werden, wo wir dann eben unter anderem auch die Fotos jetzt von dem Rebhuhn hochladen und die könnt ihr euch dann da in aller Seelenruhe und vor allem auch in ein bisschen besserer Qualität als hier in den Videos angucken. Viel Spaß damit!